Üsbi Radio Melodie, wieder einmal der Nick P. Herzlich willkommen. Servus, grüß dich, ich freue mich, bei euch zu sein. Ich habe zwar gesagt, wieder mal, wobei du warst nie bei uns im Studio, wir haben uns immer andersweitig getroffen. Ich weiß, ich glaube, wir haben am Flumserberg in Bregenz, gell? Da sind wir uns über den Weg gelaufen. Bei euch im Studio war ich noch nie, nein, das erste Mal. Aber ich habe das gemütlich da. Ja, ziemlich, ziemlich gemütlich haben wir es. Einer der ganz Großen inzwischen geworden. Dank dem Jahrhundert-Hit, ein Stern, der deinen Namen trägt, das lastet dir an. Positiv natürlich. Ja, unbedingt positiv. Es ist schon richtig. Viele sagen, dass ein Jahrhundert-Hit passiert. Und so. Manche reden sogar von einem Jahrtausend-Hit, aber da wehre ich mir ein bisschen dagegen. Es ist schon ein ganz großer Hit geworden. Und in einer Zeit bei mir passiert, wo ich gar nicht mehr daran dachte, dass so etwas noch möglich ist. Aber es ist keine Last für mich, im Gegenteil. Es ist eine schöne Last, die ich gerne trage und heute wie damals immer noch spüre, wenn ich auf der Bühne stehe, dass die Leute auf dieses Lied warten, dass die Leute das Lied immer noch lieben. Und das macht einfach schön, auf die Bühne zu gehen mit dem Wissen, dass die Leute auf dich warten. Hat wahrscheinlich auch zusätzlich ganz, ganz viele Türen geöffnet. Ja, natürlich. Es ist vor dem großen Erfolg mit dem Stern war ich in Deutschland, auch hier in der Schweiz, nicht so der bekannte Sänger. Hat sich alles mehr in Österreich abgespielt. Mhm. Und seitdem dieser Riesenerfolg eingetreten ist, ist viel passiert. Ich konnte doch ein wenig was nachliefern. Und bin jetzt im gesamtdeutschsprachigen Raum unterwegs, auch mit meiner Band live. Und das ist schon ein kleiner Traum meines musikalischen Lebens, das da in Erfüllung gegangen ist. Du hast gesagt, du konntest gut nachliefern, geboren, um dich zu lieben. Und viele, viele andere Hits sind eigentlich gefolgt. Eben, ich hatte gute Hand, Gott sei Dank. Wenn du so einen Mega-Hit landest wie ein Stern, dann hast du natürlich immer im Hinterkopf und auch die Medien und die Plattenfirmen, alle sagen irgendwie oder verlangen indirekt, so ein Ding muss doch nochmal irgendwie passieren. Aber ich habe mir persönlich diese Last nie so richtig auferlegen lassen, diesen Druck, nochmal so ein Ding schreiben zu müssen, weil ich auch weiß, dass gerade so ein Titel wie ein Stern aus dieser Unbekümmertheit, aus dieser Leidenschaft zur Musik entstanden ist, ohne Druck, im Hinterkopf zu haben, ich muss einen Hit schaffen, sondern einfach, ich wollte Musik machen. Und genau das mache ich jetzt wieder. Der Stern hat ja auch extrem lange gebraucht. Also zwischen der Entstehung des Sterns, bis er dann groß rausgekommen ist, hat es fast Jahrzehnte gedauert. Ja, wenn ich davon ausgehe, wann ich die Idee für diesen Text hatte, das liegt 29 Jahre zurück, das ist ewig lange her schon. Und 1998 habe ich das Ding das erste Mal veröffentlicht auf meinem zweiten Album. Und 2006 kam dann DJ Ötzi und sagte, machen wir das Ding doch mal zusammen. Und wir sind vor kurzem ausgezeichnet worden für 6-fach Platin für 1,8 Millionen verkaufte physische Singles. Das ist schon eine unglaubliche Zahl für mich. Das ist schon, glaube ich, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, gar nicht mehr machbar, dass eine Single, speziell auch im Schlager, sich so gut verkauft. Aktuell heißt das Album Da oben, der gleichnamige Song, schlägt auch viele Rekorde schon wieder. Ja, es ist unglaublich, was da wieder mir gelungen ist. Es ist in den Airplay-Charts ganz vorne, es ist in den DJ-Charts ganz vorne, es ist auch bei den Fans sehr beliebt. Ich kriege ja x Reaktionen auf dieses Lied und es ist... Gott sei Dank, ich muss auf Holz klopfen, dass es so gut läuft, dass es so funktioniert, dass ich immer wieder was zusammenschreibe und komponiere, das den Menschen gefällt. Dein aktuelles Album, ich habe es gesagt, da oben glaube ich die Nummer 16, mindestens steht drauf Nummer 16, ich gehe davon aus, das 16. Album hast du nicht nur in Europa produziert. Nein, das erste Mal fuhr ich zu meinen Freunden nach Amerika. Ich habe ja immer schon mit amerikanischen Musikern zusammengearbeitet, aber per Internet. Mhm. Ich habe da Songs rübergeschickt zu einem Brian, das ist ein Schlagzeuger, der lebt in Florida. Der hat dann meistens die Drums dazu gespielt. Dann gibt es einen Gitarristen, der lebt eben in Nashville, der immer wieder was für mich gemacht hat. Diesmal habe ich gesagt, Leute, ich komme jetzt mal zu euch. Mhm. Nicht per Internet, sondern mit dem Flieger.
Und wir machen gemeinsam direkt in einem Studio, arbeiten wir an dem Album, an die Titel, die ich dafür vorgesehen habe. Und so ist dann das Ganze passiert, dass wir so 8 Titel in Nashville produziert haben, dort aufgenommen haben. Und einige Titel hast du quasi neu aufgenommen, Geboren, um dich zu lieben zum Beispiel, ist mir sofort in die Ohren gesprungen, weil es ganz anders tönt und wahnsinnig emotionsgeladen ist. Es ist auch eine sehr, sehr persönliche Nummer für mich, die ich speziell für meine Frau geschrieben habe, in einer Zeit, wo es uns beiden nicht so gut gegangen ist. Und ich wollte ihr einfach mit einem Lied sagen, wie wichtig sie mir in meinem Leben ist, was sie mir bedeutet und dass sie jederzeit mit dem rechnen kann, dass ich da bin für sie und dass ich für sie quasi alles tue, damit es ihr wieder gut geht und besser geht und alles drum und dran. Das wollte ich ihr mit diesem Lied sagen und in dieser Balladenversion, so habe ich sie auch geschrieben, gefällt mir der Song einfach um Ecken besser, weil einfach die Kraft des Textes viel mehr zur Geltung kommt. Und ich habe mir dann kurz überlegt, als ich diese Aufnahme gehört habe, die auf dem Album zu tun, ob das jetzt irgendwie passt, nachdem das Lied ja gerade so erfolgreich ist, mit im Zusammenhang auch mit DJ Ötzi wieder. Habe eigentlich ganz kurz nur überlegt und dann den Schluss gefasst, diese Balladenversion draus zu geben, weil sie ja wirklich schön ist, sehr intensiv ist und auch in dieser Version ganz, ganz nahe ans Herz geht. Mir scheint so, dass die ganz großen Songs, die ganz großen Melodien, auch der Stern, oder? Die funktionieren als Ballade, auch als Abtemponummer. Das ist wahrscheinlich eben auch ein Qualitätsmerkmal. Muss sein, ja. Es ist zu groß. Es ist auch so, dass das Publikum wirklich speziell auch im Schlager sich wirklich auch mit dem Text auseinandersetzt. Sie hören zu, was wird da gesungen, über was singt der Sänger da, was ist das Thema, und auch in einem Abtempo-Feeling ist wichtig für mich speziell, dass das Thema auf dem Punkt ist und dass der Text auf dem Punkt ist, dass die Leute auch in diesem Abtempo einen Inhalt finden. Und ich glaube, das ist wieder sehr im Kommen, dass man sich auch wirklich vernünftige Texte wieder anhört und auch dazu tanzen kann. Wie lange feilst du denn an den Texten und an der Musik herum? Ja, je nach Stimmung. Oft gelingen mir die Texte, die gehen gleich so von der Hand. Und oft hänge ich da Monate auch dabei. Da lasse ich das Ganze liegen, weil ich irgendwie nicht weiterkomme. Und dann Wochen später schaue ich mich das Ganze wieder an, dann fällt mir wieder was dazu ein. Es kann schon passieren, dass manche Textideen schon längere Zeit liegen bleibt, bis ich irgendwie diesen Faden finde, der dann das Ganze schlüssig macht. Aber es kann schon sehr lange dauern. Und dann geht es wieder, so wie ein Stern, der deinen Namen trägt, das will man gar nicht glauben. Diesen Text habe ich wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde geschrieben gehabt. Nicht? Text und Melodie. Bin mit der Gitarre dort hingesessen, habe drauf losgesungen und eine Zeile hat die andere ergeben. Und das ist für mich umso mehr noch, interessanter zu wissen, ich habe diesen Mega-Hit, von dem viele sagen, es ist ein Jahrhundert-Hit, in einer halben Stunde geschrieben. Das ist unglaublich. Und oft sitze ich bei Songs dabei, arbeite daran und denke mir, unglaublich, da habe ich jetzt was geschaffen. Und da passiert es auch immer wieder, dass dann Freunde, die den Song dann anhören, sagen, ja, ist gut. Nicht? Wo ich glaube, das ist ein Mega-Hit, sagen andere, ja, ist nicht so schlecht. Nicht? Aber es ist einfach so. Geschmäcker sind verschieden und man kann das Ganze auch nicht beeinflussen beim Publikum. Ja. Deswegen sage ich immer wieder, ein Stern ist einfach passiert. Das war kein Plan, das war überhaupt kein Konzept. Ich habe das Lied einfach geschrieben, veröffentlicht und hat viele Herzen erreicht. Und das ist wichtig. Wie eine große Rolle spielt deine Familie, deine quasi junge Familie jetzt inzwischen wieder? Ist die wichtigste Rolle, ganz, ganz klar. Es ist für mich, sie steht an erster Stelle. Für mich ist einfach das Wohl für meiner Familie steht ganz oben. Wenn da alles okay ist, dann bin ich auch beim Unterwegssein, dass ich ja viel bin, rund und kann relax unterwegs sein, zu wissen, zu Hause ist alles okay. Und ich bemühe mich auch dann, wenn ich zu Hause bin,
zu Hause zu sein, für die Familie da zu sein, für meinen Sohn da zu sein, um wirklich auch Vater sein zu können und Ehemann sein zu können. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig. Ich muss da natürlich auch dieses Abschalten lernen. Nach Hause kommen, so jetzt die Musik vor der Tür zu lassen und jetzt bin ich zu Hause und jetzt da schauen, was meine Familie so bewegt und was da los ist. Und das mache ich in letzter Zeit ganz speziell sehr intensiv. Du kommst auch immer wieder in die Schweiz, wir haben es angetönt, zweimal warst du bereits am Flumserberg im Schlager Open Air, einmal im Open Air im Wilden Haus. Letztes Jahr, glaube ich, zweimal schon und schon wieder. Also dieses Jahr bist du schon wieder, braucht einiges, dass man dich überreden kann, schon wieder zu kommen. Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich natürlich, wenn der Erfolg so großartig war, dass der Veranstalter sagt, du musst jetzt unbedingt wiederkommen. Das spüren wir natürlich auch auf der Bühne. Speziell Wildhaus war es jetzt zweimal so, dass einfach, wenn wir auf der Bühne waren, die Post abging und die Leute einfach uns lieben. Das spürt man. Man steht dann auf der Bühne und hat ein unglaublich gutes Gefühl, weil man einfach spürt, dass die Leute alles, was wir machen, alles, was wir spielen, kennen, lieben, mitsingen. Und was kann größer sein als wie? Genau das, dass die Leute einfach dich mögen. Und Wildhaus jetzt das dritte Mal hintereinander, es ist für uns schon was ganz was Großes. Auf das freuen wir schon sehr. Merkt man, wenn man auf der Bühne steht, das viele Publikum, sieht man überhaupt noch die Berge, den Sentis zum Beispiel? Ja, wenn es stark hell ist, schon, aber in und out ist ganz klar, dass das nichts mehr ist. Aber es ist unglaublich schön da oben und ich finde es toll, dass diese Wiese, das ganze Ambiente, wie das da stattfindet, das ist einfach einzigartig und wir fühlen uns, ich und meine Band, überhaupt ganz, ganz wohl, speziell nicht nur jetzt in Wildhaus, speziell auch hier in der Schweiz. Wo wir momentan hinkommen, spüren wir einfach, wir haben großartige Fans schon hier, die auf uns warten, die unsere Lieder kennen, die sie auch mitsingen. Und wenn das so weitergeht, bin ich total happy. Du bist auch sonst noch in der Schweiz, beim Via Mala, Via Mala Schnagernacht in Katzis bist du mit dabei. Und auch eine Einladung hast du von Roman Kilchsberger zum Jassen. Ich kann zwar nicht jassen, singen kann ich schon. Ich hoffe, dass ich in seiner Sendung Donnerstag ja singen kann und vielleicht lernt er mir das Jassen, keine Ahnung. Aber schauen wir mal, was passiert. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich bei dieser großen Sendung in der Schweiz dabei sein darf. Aber von Jassen, das gibt es in Österreich in dieser Form nicht? Doch, in Vorarlberg macht man das. In Vorarlberg, meine Frau ist eine Vorarlbergerin, die jassen. Aber ich habe es nie, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nie so interessiert. Ich bin kein Kartenspieler, nicht. Aber mein Schwiegervater, mit dem habe ich geschnapst. Bei uns zu Hause in der Steiermark oder in Kärnten, da mal Schnapsen nennt man es. Das ist eben ein Kartenspiel, das nennt sich Schnapsen. Und im Vorarlberg tut man jassen. Aber mein Schwiegervater konnte auch schnapsen und dann habe ich mit ihm geschnapst. Aber jassen, das habe ich noch nicht kapiert. Lassen wir den Nick P. lieber singen. Und das neue Album, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Was sind denn, wie ist die Entstehungsgeschichte daneben noch? Also wir haben zwei, drei Titel angesprochen. In Nashville hast du produziert, aber nicht nur. Nein, ich habe natürlich 5 neue Songs komponiert, die eben da oben ist, einer davon. Und habe dann in meinem Archiv gekramt, habe da Songs eben rausgekitzelt, die nicht so erfolgreich medial waren, aber für mich persönlich eine ganz, ganz wertvolle Titel sind, die ich einfach die man in Österreich eher kennt als wie noch in der Schweiz oder in Deutschland überhaupt nicht. Die waren da auch nie veröffentlicht. Das waren noch alles vor dem großen Stern, sind diese Titel quasi veröffentlicht worden in Österreich. Und ich habe einfach diese wunderschönen Titel, wie zum Beispiel Der alte Mann oder Weil wir tief im Herzen Kinder sind oder Ich habe Sehnsucht, in ein neues Kleid, musikalisches Kleid verpackt, um sie auch eben den deutschen und den Schweizer Publikum quasi in den Schoß zu legen. Aber die Titel hast du ja auch schon häufig auf der Bühne gespielt, so viel ich mich erinnern kann, oder? Ja, es ist schon so, dass aber meistens spiele ich in Deutschland oder in der Schweiz ganz ein anderes Programm wie in Österreich. Weil in Österreich waren eben, so wie Weil wir tief im Herzen Kinder sind oder
der alte Mann, was gibt es? Da gibt es noch so viele Songs, Deine Spuren in mir, die kennt man in Deutschland, auch hier in der Schweiz nicht so. Das sind alles so Dinge, die vor dem Stern passiert sind. Mhm. Alles, was nach dem Stern kam, Der Mann im Mond, Come on, Let's Dance, Oh, die Liebe deinen Namen ruft, kennt man da in der Schweiz, die kennt man in Deutschland. Und das muss ich immer mit meiner Band ein anderes Programm spielen in der Schweiz als wie in Österreich. Ja. Weil wenn ich in Österreich zum Beispiel ohne Undercover Lover von der Bühne gehen, dann sagen, hey Alter, was ist mit dir los? Wo ist die, unser großer Song? Ne? Kennt man ihn hier weniger oder fast gar nicht und in Deutschland eben auch nicht. Ne? Um diese Songs den Leuten auch nahezubringen, habe ich versucht, jetzt das Ding neu aufzunehmen, neuen Kleid erscheinen zu lassen, etwas moderner, und ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Ja, wir danken vielmals für deinen Besuch, möchten aber noch wissen, wenn man jetzt nicht zum Beispiel in Wildhaus oder so dabei war und nicht vom Nick P. direkt alles erfahren kann, wo kann man sich weiter informieren über deine Termine? Ja, auf meiner Homepage natürlich www.nickp.com, da ist alles von mir nachzulesen. Da gibt es alle Informationen über das neue Album und natürlich auch über die Termine, die ich in der Schweiz habe. Ist ganz einfach zu finden und ja, Facebook, heute hat ja jeder schon Facebook, wir sind auch sehr aktiv, um da immer wieder zu posten, Neuigkeiten von mir und so. Also es gibt mir mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Ihr habt ein Radio, ihr spielt ja meine Musik und da könnt ihr auch immer wieder meine Neuigkeiten dazu erzählen. Einfach so geht's eben dahin. Nick P., danke vielmals fürs Dasein. Herzlichen Dank für die Einladung und alles Liebe und ja, viel Spaß mit meiner Musik.